Schönen guten Tag Internet und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Lieblingsspielzeuge. Das Lieblingsspielzeug, was ich euch heute vorstellen möchte, liegt mir ganz besonders am Herzen, denn es handelt sich um das sagenumwobene Rockband Stage Kit. Verdammt schwer zu finden, aber einfach so traumhaft skurril, dass ich es unbedingt in meiner Sammlung haben musste. Auf Amazon und anderen Seiten zahlt man dafür ein Heidengeld, selbst im gebrauchten Zustand. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich es dann irgendwann doch noch über die amerikanische eBay-Seite bekommen habe. Ich habe ungefähr 100 Euro inklusive Versand und Einfuhrzoll bezahlt. Oder Einfuhrsteuer heißt es, glaube ich, genau. Und ja, da ist es. Es ist ein exklusives Zubehör für die Xbox 360, offensichtlich in relativ kleiner Auflage erschienen. Und es handelt sich um eine Nebelmaschine mit zugehörigen Lichteffekt, mit einer zugehörigen Lichteffekteinheit. Die sehen wir hier jetzt gerade. Und da sehen wir auch schon, da sind ein paar Knöpfe dran. Es erinnert also an einen Xbox-Controller und das soll auch so sein, denn man kann mit dem Teil tatsächlich dann auch in Rockband die Songs aussuchen. Wichtig ist noch, dass an dem Gerät so ein kleiner Filter ist vorne. Den kann man rausziehen, um auch einen größeren Raum mit vernünftigen Effekten zu versorgen. Das Ding verstärkt also tatsächlich diese kleinen LED-Lichter in verschiedenen Farben, die sich darunter befinden und aufleuchten. Das zweite Teil, was dazugehört, ist dann natürlich die eigentliche Nebelmaschine. Und die sehen wir jetzt hier direkt. Ein Großteil von diesem riesigen Klotz ist natürlich der Tank für die Nebelflüssigkeit. Aber vorne gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Zum einen natürlich die Düse. Und da kommt dann dieser Nebel auch gleich raus. Aber darunter gibt es auch noch was Interessantes. Und zwar ist das ein Stroboskop, das also im Rhythmus zur Musik so ein paar Blitze in den Nebel feuert. Und das ist schon ein recht cooler Effekt. Also schön, dass sie sich das so ausgedacht haben. Das macht was her. Zu diesem Tank muss ich noch sagen, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass dieser Plastikschlauch, dieser kleine, wirklich bis unten in den Tank geführt wird, weil sonst hustet das Ding nur heiße Luft aus. Ich dachte tatsächlich erst, mein Stage-Kit wäre kaputt, aber ich habe da nochmal nachgebessert und jetzt kommt da auch ordentlich was raus. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich einmal kurz an. Ach nee, vorher noch eine Kleinigkeit. Natürlich ist es ein US-Gerät und das heißt, es muss noch ein bisschen mehr investiert werden. Da das Stage-Kit ungefähr 400 Watt zieht, hat mein vorheriger Step-Down-Converter nicht ausgereicht und ich musste mir einen neuen holen für ungefähr 60 Euro. Also die kommen nochmal oben drauf als Anschaffungspreis. Aber der hier versorgt das Gerät durchaus vernünftig mit Strom. Die zweite Sache, die man sich noch kaufen sollte, ist mehr Flüssigkeit. Denn es gibt einen halben Liter dazu von dieser Nebelflüssigkeit. Man kann das, glaube ich, auch selber mixen, das Zeug, aber mir war das zu doof. Deswegen habe ich mir 5 Liter aus dem Internet bestellt. Hat mich inklusive Versand ungefähr 20 Euro gekostet. Ist vielleicht sogar noch billiger zu haben, weiß ich nicht genau. Ich habe einfach das Erstbeste genommen. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal kurz in Action an. Wie ihr hier schon sehen könnt, das Stage-Kit hustet eine ganze Menge Nebel aus. Ich war beim ersten Ausprobieren tatsächlich etwas schockiert, wie schnell sich dieser Raum hier, und das ist ein relativ großer Raum, mit Nebel gefüllt hat. Da kann man eigentlich nicht meckern. Und man sieht es jetzt leider nicht ganz so schön. Ich habe es jetzt bei Tageslicht gefilmt, da meine Kamera nicht dazu in der Lage ist, das bei weniger Licht irgendwie vernünftig einzufangen. Natürlich in dunkleren Räumen sind die Effekte durch das Licht und so deutlich beeindruckender. Aber ich denke, hier kommt schon mal rüber, wie heftig das ist, was das Ding so ausspuckt. Ich war etwas enttäuscht über die Tatsache, dass das Rockband Stage Kit tatsächlich nur 2 Spiele unterstützt. Das eine ist Rockband 2. Und das andere ist Rockband 3. Und selbst bei Rockband 3 ist es der Fall, dass es nur
inoffiziell kompatibel ist durch ein Update. Bei einigen Songs wie diesem hier kommt gar kein Nebel. Ich habe dann tatsächlich noch die diversen Guitar Heroes durchgetestet, The Beatles Rock Band oder Rock Band Blitz, da tut sich tatsächlich gar nichts. Aber bei den Spielen, wo es funktioniert, ist das hier auf jeden Fall ein tolles Zubehör. Es macht tierisch Spaß, vor allem an Multiplayer-Abenden, dann das Ganze noch aufzuwerten durch Nebel und Lichtshow. Und es sieht verdammt gut aus. Ich kann es nur jedem empfehlen, der wirklich ein großer Rockband-Fan ist. So wie ich zum Beispiel. Also ich habe 300 Songs für den Kram runtergeladen. Und wenn ein paar Kumpels hier sind, wird das eigentlich immer gezockt. Und genau für solche Leute ist das Ding auch gedacht. Okay, kommen wir schnell zum Fazit. Natürlich auf der Negativseite, es ist nur mit zwei Games kompatibel. Das Ding ist relativ laut und es ist schwer zu finden. Auf der Habenseite, es ist genial für Multiplayer-Abende. Es ist wahrscheinlich das bekloppteste und skurrilste Zubehör, was man für die 360 kaufen kann. Und es löst ein wahres Effektfeuerwerk aus. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zocken. Ciao!